gesprochen. Habt ihr den Herrn Willen? Ja, das ist ja leid, dass ihr hier noch im Mond sitzen. Macht es richtig creme. Ihr wisst schon, dass wir noch vorlesen, ne? Ich bin hier nicht ausreichend. Vorher nicht. Ja, ich würde gerne noch eine Aufmachung für ein paar Mann. Bitte. Ja. Okay. Ja, Tränen. Nicht alles befallen lassen. Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. Auch mit Dörfern von gegenüber verband uns eine jahrelange Freundschaft. Bis die Frau sich kurz vor dem Fest unsere Bratpfanne ausfuhr und uns mitgebracht hat. Als meine Mutter dreimal von ihm zumal hat, erfüllt mir eines Tages die Geduld und sie sagte auf der Treppe zu Frau Musch, die im vierten Stock wohnt, Frau Dörfel sei eine Schlampe. Irgendwer muss das den Dörfels hinterbracht haben, denn am nächsten Tag überfielen Klaus und Achim unseren Jüngsten den Hans und prügelten den Winde weit. Ich stand gerade im Hausflur, als Hans ankam und heulte. In diesem Moment trat Frau Dörfels prügelnd aus der Haustür, ich lief über die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte sie ihm über den Kopf. Sie schrie aufgeregt um Hilfe, als sei sonst was los, dabei drückten sie nur die Glasscherben etwas auf den Kopf, weil die Milchflasche in der Tasche war. Ja, vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war just um die Mittagszeit und da kam Herr Dörfels mit dem Wagen angefahren. Ich zog mich sofort. Doch Emmy, meine Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfels in die Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und zerriss dabei ihren Rock. Das Geschrei lockte unsere Mutter ans Fenster. Und als sie sah, wie Herr Dörfels mit Emmy umging, warf unsere Mutter mit Blumentöpfen nach. Von Sturz an herrschte erbitterte Verhandschaft zwischen den Familien. Als wir nun den Dörfels nicht über den Weg trafen, installierte Herbert, mein ältester Bruder, der bei einem Optiker in die Lehre geht, ein Scherenfernrohr am Küchenfenster. Da konnte unsere Mutter, waren wir anderen alle unterwegs, Dörfels beobachten. Augenscheinlich verfügten diese über ein ähnliches Instrument. Denn eines Tages schossen sie von drüben mit einem Luftgewehr. Ich erledigte das feindliche Fernrohr dafür mit einer kleinen Kaliberbüchse. An diesem Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die Luft. Unser Vater, der als Oberkellner im hochrenommierten Café Imperial arbeitete, nicht schlecht verdiente und immer für den Ausgleich eintrat, meinte, wir sollten uns jetzt an die Polizei denken. Aber unsere Mutter fasste das nicht. Denn Frau Dörfel verbreitete in der ganzen Straße, wir, das heißt unsere gesamte Familie, seien derart schmutzig, dass wir mindestens zweimal jede Woche baden. Und für das hohe Wassergeld des Mieters zu gleichen Teilen zahlen müssen, verantwortlich wären. Wir beschlossen also, den Kampf aus eigener Kraft in aller Härte aufzunehmen. Auch konnten wir nicht mehr zurück, verfolgte doch die ganze Nachbarschaft gebannt den Fortgang der Straße. Am nächsten Morgen schon wurde die Straße durch ein mörderisches Geschrei geweckt. Wir lachten uns halb tot. Herr Dörfels, der früh als erster das Haus verließ, war in eine tiefe Grube gefallen, die sich vor der Haustüre erstreckte. Ah, das hat er ganz schön in dem Stacheldraht, den wir gezogen hatten. Wenn du mit dem linken Bein zappelte er nicht, das ist ja fein still, das hätte er nicht gebrochen. Bei all dem konnte der Mann auch von Glück sagen, denn für den Fall, dass er die Grube bemerkt und umgangen hätte, war der Zünder einer Plastikbombe mit dem Anlasser seines Wagens verbunden. Naja, damit ging kurze Zeit später Klugger Paul, ein Untermieter von Dörfels, hoch, der den abholen wollte. Es ist bekannt, dass die Dörfels leicht übernehmen. So gegen 10 Uhr begannen sie unsere Hausfront mit einem Flakgeschütz zu bestreichen. Sie mussten sich erst einschießen. Die Einschläge befanden sich nicht alle in der Nähe unserer Fenster. Das konnte uns noch recht sein. Denn jetzt fühlten sich auch die anderen Hausbewohner geärgert. Und Herr Lehmann, der Hausbesitzer, begann um den Putz zu fürchten. Eine Weile sah er die Sache noch an, als aber zwei Granaten in seiner guten Stube kretierten, wurde er nervös und übergab uns den Schlüssel zum Boden.
Wir rockten sofort hinauf und rissen die Kamera von der Atomkanone. Es lief alles wie am Schnürchen. Wir haben den Einsatz oft genug geübt. Die werden sich jetzt ganz schön wundern, sie uns hier unsere Mutter. Und knipp als richtig kanonierter rechte Auge fachmännisch zusammen. Als wir das Rohr genau auf Dorfes Küche eingestellt hatten, sah ich drüben gegenüber dem Bodenfenster ein leichtes Rohr blinzeln. Das hatte freilich keine Chance mehr. Ellie, unsere Schwester, die den Verlust des Rockes nicht verschlafen konnte, hatte zornroten Gesichts das Kommando Feuer erteilt. Mit einem unvergesslichen Fauchen verließ die Atomgranate das Rohr. Zugleich kommt es auch auf der Gegenseite. Die beiden Geschosse trafen sich genau in der Straßenmitte. Naja, natürlich sind wir nun alle tot. Die Straße ist hin und wo unsere Stadt früher stand, breitet sich jetzt ein graubrauner Fleck aus. Aber eins muss man sagen, wir haben das Unglück getan. Schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die Nachbarn tanzen einen sonst auf der Nase herum. Das macht ja nichts. Hier steht ja auch nur vorzugsweise nach dem Öffnen der zweiten Flasche Wein vortragen. Oder ist doch noch zu früh. Der Wein war ein Gedicht. Kartoffeln schälen, Möhren schaben, der Wein sich schon am Weißen laben. Frisch beträufeln und gelassen, den Roten abseits atmen lassen. Atme, lieber, atme. Tomaten wirbeln, Schoten waschen, na gut, nochmal vom Weißen machen. Fischbett machen, Ofen wärmen, vom Bukett des Roten schwärmen. Fisch ins Bett, Bett ins Rohr, schmeckt der Weißen nach wie vor. Chapeau! Oh, nicht billig. Der Rote riecht extrem vanillig. Zweiter Gang, Zwang, zweiter Gang. Weißer, du bist ein guter Fang. Hühnchen waschen. Hühnchen waschen. Unsere Schule roten waschen. Und kosten. Junge, Junge, der liegt ewig auf der Zunge. Tut mir das leid, da. Dagegen ist der Weiße Zweiter. Unnusral. Braten, Rohr, Tisch vergessen, komm mal vor, gar nichts machen muss zum Müll, der Boden. Dummes Huhn, bis morgen dann, heute leg ich keine Hand mehr an. Dein Fühl. Dein Fühl. Dein zartes Fleisch. Hey, versteck dich nicht. Ich finde dich. Heute komme ich nicht. Heute krieg ich dich. Da bist du ja, mein roter Bruder. Da bist du. Da bist du da. Thank you.
Queers Prime, oder? Natürlich, natürlich. Das Ehepaar befindet sich nach einem Konzert im Heimweg. Achso, natürlich. Karl-Heinz. Entschuldige, ich doch nicht. Natürlich. Ja! Na gut, dann ist Karl-Heinz jetzt. Karl-Heinz! Ja? Ein Geiger! Eigentlich nur Geigen und Trompeter nur Blasen? Ja. Ist das nicht der Eintönig? Musiker sind mit ihren Instrumenten verheiratet. Aber sie könnten doch auch mal mit den Instrumenten ihrer Kollegen spielen. Theoretisch schon, praktisch auch. Meinetwegen kann ein Trompeter auch mal praktisch in eine Geige blasen. Ich möchte, dass du meine Frage ernst nimmst. Ja. Warum sagst du dann, es wäre praktisch in eine Geige zu blasen? Ich habe gesagt, es wäre möglich. Es wäre nämlich einfach unpraktisch. Es wäre unpraktisch, aber nicht unmöglich. Kein Geiger würde einen Trompeter in seine Geige blasen lassen. Nein, nein. Aber theoretisch wäre es natürlich möglich. Aber praktisch eben nicht. Wenn ein Trompeter in eine Geige bläse, dann bliese er praktisch. Wenn er theoretisch bliese, dann bläse er nicht. Er bläst also nur, wenn er praktisch bliese. Ja, ja. Aber ein Trompeter bläst nun mal nur theoretisch in eine Geige. Warum gibst du nicht einfach zu, dass ein Trompeter niemals in eine Geige bläst? Mein Gott, weil ein Trompeter theoretisch in eine Geige blasen könnte. Auch wenn er praktisch dazu keine Gelegenheit hätte. Also ich gehe in kein Konzert mehr, wenn ich darauf gefragt werden muss, sonst wird sich ein Trompeter in der Geige oder praktisch in eine Geige bliesen. Kein Trompeter wird je in eine Geige blasen. Ach, auf einmal!